Und damit welcome back, Freunde der Filmreifenunterhaltung, zu einer weiteren schleichfanatischen Folge A Plague Tale Innocence. Schön, dass du da draußen wieder mit am Stissel bist, und wenn du keine weitere Folge verpassen willst, dann klicke einmal hartnäckig auf den Abonnieren-Button, aktiviere die Glocke und du wirst immer up to date sein. Alles klar, Freunde. Starten wir weiter durch. Wir sind hier wieder mal auf der Flucht. Wer hätte es anders erwartet, ne? Diesmal aber in der Nacht und im Regen. Richtig ätzend. Und die Inquisition ist auch wieder da. Und wir müssen uns jetzt, glaube ich, tatsächlich aber auch nur ein bisschen vorbeischleichen, oder? Ausschalten muss ich die jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen. Würde sich zwar bei dem einen oder anderen wahrscheinlich anbieten, aber die Notwendigkeit, würde ich mal sagen, besteht jetzt nicht so. Da hinten funkelt mich was an, dieses Loot. Das zieht mich ganz magisch dorthin. Ich vergesse alles um mich herum und will nur dieses Loot. Ärgerlich. Was? Da hat sich was bewegt, glaube ich. Glaubst du das? Ach Gott. Ja, okay. Mach es. Tu es. Zeig mir deine Variante. Scheiß Loot. Ah, diese Gier danach. Dieses Zittern in meinen Fingern. Könnten doch eigentlich... Wo geht denn der jetzt eigentlich hin? Ja. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der mich nicht sieht. Oder dass ich vielleicht schnell genug bin. Probier es jetzt noch einmal und dann nehme ich einen anderen Weg. Aber ich will es. Ich will dieses Loot. Ich will dieses Loot und ich will in dieses Gebüsch. Und das hat funktioniert. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Wächter. Hat der einen Helm auf? Nein. Okay, das heißt, den könnten wir an sich ausschalten. Ich habe etwas gehört. Ich bin doch nicht blöd. Guck mal ganz tief rein. Was? Was ist das? Wenn wir gar nichts. Finden wir sie. Ich hab sie gefunden. Nein. Schön schlafen. Was soll ich tun? Mann, es sind zu viele. Ah, okay, wir kämpfen nicht. Wir kämpfen uns da nicht durch. Wir schleichen uns durch. Ich hab's verstanden. Es sind dann doch ein bisschen zu viele. So. Ab in die Position. Dann warten wir, bis der Dude sich umdreht. Let's go. Okay, Stufe 1 geschafft. So, rein theoretisch würde es auch reichen, jetzt hier den einfach nur abzulenken. Was zur Hölle war das? Dann können wir straight ahead weiter. Ich hoffe, der guckt ein bisschen länger da rein. Sieht gut aus. Okay. Nichts. So. Ich sollte mich beruhigen. Also den da hinten könnten wir wirklich ausschalten mit genau dem hier. Das hier machen wir auch schon mal voraus nochmal. So, okay, der hat umgedreht, sehr gut. Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. So eine Explosion habe ich noch nie erlebt. Und das ist zwei oder was? Wir haben den Halunken erwischt. Ein junger Dieb, der den Runes geholfen hat. Er sitzt in der Bastion und wird verhört. Da kann er sich glücklich schätzen. Wüsste er nichts über den Jungen, hätte man ihn sofort zu Frischfleisch verarbeitet. Das ist Arthur. Scheiße.
Über die, Scheiße, über was die gerade reden. Melli, nein, später. Funktioniert das mit Helm eigentlich auch mit E? Ja, na. Good night, good fight. Und der Dude, bei dem glänzt was. Muss ich den auch noch ausschalten? Damn it. Aber ich hab nichts mehr. Ich habe nichts mehr an Loot. Aber was hat er da? Ich will wissen, was das ist, Leute. Go for it. Ja, was ist da los? Alle Mann hierher! Alle Mann Ruhe. Es ist nichts passiert. Ich wiederhole, es ist nichts passiert. Was ist das? Eine Karte von Frankreich. Was haben die Dreckskerle nur vor? Okay. Das könnten wir uns tatsächlich mal anschauen. Das wäre interessant. Karten sind in adligen und gelehrten Kreisen weit verbreitet. Sie sind selten. Geht es denn nur um Karten oder spezifisch um eine bestimmte? Ne. Wird doch nicht so wichtig. War das jetzt ein bisschen Munitionverschwendung? Schade. Okay, wir haben es fast geschafft, ne? Aber ganz ehrlich, wenn man jetzt mal so ein Ritter ist, ja, und man hat jetzt hier die Aufgabe, ein gewisses Gebiet zu bewachen, würdet ihr da immer straight so rennen wie der Dude gerade? Ja, von A nach B und von B nach A zurück? Sind was da? Das schon so ein bisschen ausholen, ein bisschen rumschlendern. Es gibt immer einen Nebeneingang. Check this out, Melli, check this out. Nichts wie raus hier. Weiter. Los. Sehr schön. Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Hey, was soll das? Na los, weiter. Was habt ihr mit mir vor? Scherzt sie da mit mir rum, ha? Huh? Vorsichtig, da ist Lukas. Bald kommt der Karren mit neuen Vorräten. Sie werden dich in die Stadt mitnehmen, zur Bastion der Inquisition. Amicia, hast du noch was von dem Devorantis? Ja, dann los, schieß ihm den Helm vom Kopf. Give it to me, baby. Ja, wir haben ja noch einen. Achtung! Hey, wer war das? Guck dich um. Ich war das. Hey, ich bin so froh, euch wiederzusehen. Hey, du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Boom, dann sind wir zu Mellies Haus. Und sie hat viel geflucht. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Du hast recht. Gehen wir. Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß, du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. So, können wir das jetzt mal feiern? Etwa einen Unfall? Ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe etwas weiterentwickelt. Zu Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Salpeter, okay. Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Luminosa. Erschafft eine starke Lichtquelle, die Ratten eliminiert. Okay, go for it. Wirf es auf die Ratten. Well. Was haben wir hier noch?
Das geht aber nur mit Werfen, okay. Luminosa, das brennt in den Augen. Chillig. Das hat sie pulverisiert. Okay, wir können das auch als letzten Weg nehmen, falls uns die Ratten catchen. Luca, können wir das auch nochmal zünden. Der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Geil. Ja, logisch. Die Inquisition. Sie nice. Oh, hat einmal zu viel gedrückt. Gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber diese Karren werden uns noch nützlich sein. So, Ausrüstung. Rennen und Ausweichen machen weniger Lärm. Amicia entfernt das Holz ihrer Schuhsohlen und wickelt ihre Unterschenkel in dicken Stoff ein, was ihre Bewegungsgeräusche erheblich dämmt. An sich auch nicht schlecht. Müssen wir auch mal machen. Wenn wir es schon gerade können, raus damit. Yes. Like that. Dann haben wir ja auch noch Stuff. Na, Bruder, wie geht's dir? Der sieht nicht so gesund aus. Das Akadukt, wir sind fast da. Na endlich. Jetzt werden wir mehr erfahren. Kletter hoch, ich helf dir. Na gut. Gehen wir das Akadukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh, Aquädukt. Aquädukt. Gott, der ist so putzig. Melly, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Okay. Alles klar, ich muss hier wieder schießen, wa? Let's go! Oh, gut gesehen. Krass, Huber. So, darf ich jetzt? Kletter hoch. Erstmal der Kleine. Mhm. Was? Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas. Sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Hm. Wie wär's mit? Nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Alter, nice, Maddy. Gut gemacht. Ladies first. Los. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. So, das Aquädukt ist gefunden. Sehr geil. Wow. Scheiß die Wand, dann mach sie wieder sauber. Sieht das schön aus. Wow. Oh. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das sieht so gut aus. Und das Chateau, wo ist es? Wenn du es unbedingt wissen willst, wir müssen erst hier rüber. Kein Problem, wir haben meine Leute. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Stuff. We need the stuff. Okay, Leute, ich bin vor Ort. Was kann ich für euch tun? Ich gehe mal hier hin, du einmal dahin oder was? Dann ziehen wir das Ding erstmal rüber. Mal, hier ist noch was. Das nehmen wir noch mit. So, bitte einmal hier. Ein Einsatz, Melly. Lukas! Ja, okay. Schlaf nicht, sondern hilf mit. Ja. Macht mal. Das Wasser ist grün. Die Adligen warten dabei. Den muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Euer Boot wartet. Soll ich einen Milady, wenn ich bitten darf, ja? Ja, Hugo, steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Gut festhalten. Los geht's. Yo, let's go. Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich.
Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Ich denke mal, wir werden noch ein Monster treffen. Hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Genauso wie wir auch die Frösche getroffen haben und Enten, kommen jetzt bestimmt dann später auch noch Monster. Ja, hier muss nur ich machen. Ein Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Ihr seid dran. Wir kommen. So, jetzt mache ich mir mal die Hände schmutzig ein bisschen. Bleib. Ja, ich mag nur Wasser nicht so besonders. Das ist alles. Melly, hör zu. Ich wollte dich nicht anlügen. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht. Und ich hatte Angst. Ich... Vergiss es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht. Na gut. Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsenen-Dinge. Los, gehen wir weiter. Ja, sie hatte schon im Hinterkopf so von wegen, Adlige, Lösegeld und so. Ja, aber natürlich, nachdem sie gehört hat, dass da nichts mehr zu holen ist, hat sie sich dann gleich gedacht, okay, gut, dann eben anders. Dann stehlen wir alle zusammen. Wir werden eine große, neue, schöne Familie. Ende gut, alles gut. Das wäre das Happy End von diesem Spiel. Ob es dann soweit ist oder ob das so kommt, das weiß ich nicht. Ich hoffe es, das wäre cool. Alicia, komm zurück! Was denn? Beruhige dich, uns geht's gut. Das war gruselig, ich will mich nicht mehr fürchten. Oh Gott. So, was nu? Folgt mir. Gut. Sehr gut. Ja. Ja, okay. Ich will mich nicht mehr fürchten. Aber du willst doch noch ein Monster sehen. Nicht mehr lange, lass mich mal vorbei. Ah, ist das schön, jemanden dabei zu haben, der Schlösser knacken kann. Ist offen. Milady heißt das ja. Und schon, denn schon. Alter. Na bitte, natürlich. Die haben mir gerade noch gefehlt. Was ist das hier oh für ein Ort? No. Das... Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Diese Grube. Was denn, Lukas? Ja, wir haben wieder eine gewisse... Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Ah. Und dies da aus der anderen Richtung. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht... Melly, kannst du sie öffnen? Welche Ritter? Nein, ich vielleicht glaube auf nicht, der anderen dass Seite. Ritter mit Stein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker. Und zwar eine ganze Menge von ihnen. Lukas, der Bau ist schon lange her. Aber die Ratten sind erst seit kurzem hier. Du hast recht. Und bei dem Gedanken kriege ich Gänsehaut. Ja, das frage ich mich auch sehr oft bei Videospielen. Wer hat das gebaut? Handwerker. Das ist die Antwort. Engagierte Handwerker, die höchstwahrscheinlich auch gut bezahlt worden sind. Wir müssen auf die andere Seite. Gut, kommt mit. Hey ho. Rühr dich nicht vom Fleck. Ich bin gleich wieder da. Schon gut, du kannst kommen. Nach dir. So. Ich meine, das hier ist ja relativ schnell gebaut, sag ich mal. Aber wenn ich dann hier an die Ruinen denke, Tomb Raider,
oder Uncharted, denke ich mir auch immer so, Alter, wer hat das gebaut? Okay, haben wir noch was Schönes hier? Für meine flinken Finger? So, hier haben wir noch Alkohol. Okay, also. Das Ding muss runter. Das können wir kicken, wa? Kick it like Beckham. Oder so, Melli. Drück! Gut, ich kümmere mich um die Tür. Ja, du machst die Tür. Ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um. Na los, kommt rüber, ihr Faulpelze! Nichts zu holen. Okay, hier haben wir an sich nochmal Feuer. Hat Lukas nochmal was zu entzünden oder muss ich das machen? Scheint so, als wenn ich das machen müsste. Na gut. Sind wir schon drauf damit. Let it burn. So. Ab mit euch in den Graben. Und dann kann Lukas da nochmal so eine fette Bombe drauf schmeißen und dann brutzeln sie alle weg. Die Anlage ist sehr effizient. So, wie viele Ratten jetzt wohl da gerade drin sind, ha? Wäre sehr interessant zu wissen. Das hat dich voll. Ich gehe zuerst. Natürlich! Natürlich, Ladies first, ein Gentleman, wie er im Buche steht. So, erste Verteidigungsanlage. Noch eine Tür, könnte bewältigt. Die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Melli, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. Sesam, öffne dich. Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Lieben gerne, Lukas. Ich hab da Bock drauf. Das sieht so geschmeidig aus. Oh nein, noch mehr Ratten. Was ist hier drüben? Melli, übernimmst du? Also schön. Gehen wir erstmal hier rein. Fertig. Dankeschön. Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht stinkt, hilft es nicht. Da hast du nicht unrecht. Vier Räuberessig. Ich bin nachlesen, was ist das, oder? Wie ist es doch gerade? Hier. Das will ich jetzt schon wissen. Eine bekannte Legende erzählt von vier Dieben, die einen Weg gefunden hatten, verseuchte Gebäude zu plündern, ohne selbst infiziert zu werden. Als man sie schließlich gefangen nahm, versprach man ihnen, sie nicht auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, sollten sie ihr Geheimnis preisgeben. Sie willigten ein und verrieten ihre geheime Rezeptur, um anschließend an Ort und Stelle gehängt zu werden. Die Wirksamkeit dieser Mixtur bleibt jedoch äußerst fragwürdig. Alter, die wurden dann echt nochmal gehängt, oder was? Das ist ja gemein. Spucken sie es aus und dann sowas, ne? Früheres Zeitalter, ich hätte da nicht leben wollen. Auf gar keinen Fall. So, jetzt haben wir es wieder mit den Ratten, ha? Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen? Der Ach, Blitz. Die mögen keine Sie Blitze. Haben Angst vor Blitzen. Lass es uns versuchen. Okay. Ist das euer Ernst? Okay, seid ihr ready? Go! Los,
go for it. Das ist doch verrückt. Ja, das geht schon. Nie wieder. Ein Gebäude. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind zu weit oben. Keine Sorge, Ugo. Das ist so weit weg. Und go. Na los, na los. Ich glaube, das wird nichts, oder? Los, wir werden es schaffen. Scheiße. Okay, ich hätte das Ding dazwischen entzünden müssen. Mein Fehler. Damn. Das ist so weit weg. Okay, so weiß ich schon mal Bescheid. Würde ich sagen, laufen wir einmal komplett durch. Jetzt, na los, na los. Und dann entzünden wir den hinteren. Los, wir werden es scheiße, scheiße. So. Halt, halt, nag dich an mir. Oh, ich hab ganz vergessen. Ja, du schaffst das schon. Millie ist hart. Ja. Geht es euch allen gut? Haben wir es geschafft? Wirklich? Natürlich. Geschafft. Alter, wir nice. Wir sind da. Seht euch das an. Chateau d'Ombrage. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein. Los. Diese Atmosphäre in diesem Spiel, der Wahnsinn. Wenn man halt noch Kopfhörer auf hat, kommt das alles nochmal ziemlich krass rüber. Viel intensiver. Unglaublich. Als über Boxen. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Die Handwerker, wir wissen es doch. Gut, Leute, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss mit lustig. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch da draußen fürs Zusehen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mich ein wenig unterstützen würdet. Drückt mir den Daumen rein, hinterlasst einen Kommentar. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und jetzt entlasse ich euch in einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.